Die CDU will den schwer umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen loswerden. Ein Ultimatum zu einem freiwilligen Austritt aus der Partei nach Angaben hat er am 5.2.2023 verstreichen lassen. Doch was folgt nun? Wie die dpa berichtet, hatte das Parteipräsidium beim Bundesvorstand beantragt, gegen Maaßen ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten und ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte zu entziehen, sollte Maaßen die CDU nicht bis 5. Februar um 12 Uhr freiwillig verlassen. Maaßen erhalte im Vorfeld der für den 13. Februar geplanten entsprechenden Sitzung des CDU-Bundesvorstandes Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. Ob ein Parteiausschlussverfahren erfolgt hat, ist unklar. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sagte: Ich bin nicht der Meinung, dass man Leute von heute auf morgen ausschließen muss. Dadurch, dass er ausgeschlossen ist, ändert sich seine Meinung nicht. Und ich finde, miteinander einen Diskurs zu führen und deutlich zu machen, das ist nicht die Meinung der Union, dafür steht sie nicht, ist viel wertvoller.